Zurzeit steht das Brandenburger Tor auf der Zeche Zollverein in Essen. Natürlich nicht das echte, sondern ein aus 37 Frachtcontainern errichteter Nachbau mit gewisser, wenn auch begrenzter Ähnlichkeit mit dem Original. Es soll dort bis zum 30. März 2025 stehen bleiben. Zunächst ist eine Seite des Tores künstlerisch zum Thema künstliche Intelligenz dekoriert. In einem zweiten Schritt wird die zweite Seite des Tors zum Thema Demokratie großflächig bearbeitet. Diese zweite Seite zeigt vorübergehend eher themenlose Graffitis. Schaut es euch an und lasst es auf euch wirken. Immerhin ist es 21 Meter hoch und 24 Meter breit. Die Schönheit liegt, wie man weiß, immer im Auge des Betrachters. Aber Anlass zum Nachdenken liefert das Werk allemal. Und es ist, wie man hört, das größte Kunstwerk Deutschlands, das sich transportieren lässt, das schon an anderen Orten aufgebaut wurde und vermutlich auch noch weitere Städte schmücken wird.